Steve Walker ist seit dieser Saison Co-Trainer der Adler. Der 42-Jährige gewann 5 deutsche Meisterschaften als Spieler mit Berlin. Der Kanadier weiß also, wie man Titel holt. Das war sicher auch ein Grund, weshalb man ihn in die Quadratestadt holte. Wir haben uns ausführlich mit ihm unterhalten. Steve, wenn ich sagen würde, der Meister sucht derzeit Wege, Spiele zu gewinnen, würdest du mir da zustimmen? Ja, und zwar zu 100%. Was wir gerade erleben, ist dieser sogenannte Hangover-Effekt. Man kommt aus einem emotionalen Hoch in eine neue Saison und merkt plötzlich, irgendwie springt der Motor nicht an. Bislang haben wir teilweise ein Drittel lang mal richtig gut gespielt. Aber wir schaffen das nicht über einen längeren Zeitraum. Mit anderen Worten, uns fehlt die Konstanz. Wir Trainer sind aber optimistisch, dass wir einen Ausweg finden. Wir arbeiten daran, dass wir wieder zur Meisterschaftsform zurückfinden. Ist das, was du erwähnst, also reine Kopfsache? Denn am letzten Wochenende spielte die Mannschaft im ersten Drittel in Krefeld teilweise wie ein Juniorenteam. Ja, das ist eine Kopfsache. Als Spieler ist es manchmal schwer, für jedes Spiel bereit zu sein, aber eigentlich ist es ein Muss, bereit zu sein. Selbst wenn es nicht läuft, muss man wenigstens die kleinen Dinge richtig machen. Das erste Drittel in Krefeld ist unentschuldbar. Wir wussten, dass Krefeld heiß sein würde nach deren schwachem Saisonstart. Die haben ja auch die gleichen Probleme wie wir. Wir waren am Sonntag zu Beginn aber einfach nicht bereit. Und wenn man so spielt, dann kann man nicht erwarten, dass man Matches gewinnt. Dafür sind die anderen Mannschaften einfach zu gut in dieser Liga. Wenn man sich mit Spielern oder Trainern unterhält von Mannschaften, die gerade in einer Krise stecken, dann hört man immer wieder, wir müssen die Kleinigkeiten besser machen. Welche sind das denn? In unserem Fall ist das zum Beispiel unser Forechecking. Wir müssen mit allen drei Stürmern den Gegner unter Druck setzen und unsere Verteidiger müssen dann nachrücken, um die gegnerische blaue Linie zu halten. Sonst entstehen Lücken für den Gegner. Das ist eines der Dinge, die wir derzeit nicht so gut machen. Manchmal hat man während des Spiels dann das Gefühl, dass alles gut läuft und dann schaut man sich das Video an, hinterher und stellt fest, dass dies nicht der Fall war. In Krefeld hat man gemerkt, dass die Mannschaft nicht den gleichen Einsatz zeigte wie 2 Tage zuvor gegen Wolfsburg. Und genau das ist diese Konstanz, die ich vorhin angesprochen habe, die uns momentan fehlt. Wenn man den Puck verliert in der Vorwärtsbewegung, dann bestraft das der Gegner gnadenlos. Um nochmal auf die Details zu kommen, das bedeutet, spiel den Puck rechtzeitig raus, spiel ihn tief, wenn nötig, wechsel rechtzeitig. Lauter kleine Dinge, die den Unterschied machen zwischen Meisterform und Krise. Du hast als Spieler ja einige Meisterschaften mit den Eisbären Berlin gewonnen. Bist du auch durch solche Phasen gegangen, wo es eben nicht so gut lief wie jetzt hier in Mannheim? Ja, das bin ich. Aber als Trainer ist das viel schwerer. Als Spieler hat man mehr Kontrolle über das eigentliche Geschehen. Man kann aktiv vorangehen, man kann mit anderen darüber sprechen. Als Trainer kannst du nur versuchen, die Mannschaft zu motivieren und den Jungs zeigen, in welcher Hinsicht sie sich verbessern müssen. Aber jede Mannschaft geht durch solche Phasen. Nehmen wir zum Beispiel die Los Angeles Kings. Die gewinnen einen Titel und dann schaffen sie im nächsten Jahr nicht mal die Playoffs. Aber sie sind immer noch das Team, gegen das niemand spielen will. Es ist eine lange Saison. Es gibt viele Phasen, zum Teil sehr emotionale, auf dem Weg zu einer Meisterschaft. Aber es ist wichtig, einen Weg zu finden, um wie ein Champion aufzutreten. Denn jedes Match ist wichtig. Man kann nicht sagen, gegen den Gegner können wir mal verlieren und den Gegner müssen wir schlagen. Das geht nicht, denn jeder Punkt, den man jetzt holt, ist genauso wichtig wie der im März. Du hast über ein Jahrzehnt in Berlin gespielt. Hast du deshalb böse Kommentare bekommen, als klar war, dass du als Co-Trainer nach Mannheim gehst? Naja, ich habe das ja schon oft gesagt. Ich hatte eine großartige Zeit in Berlin. Schließlich habe ich 11 Jahre dort gespielt. Für uns war das damals so, dass wir immer unbedingt gegen Mannheim gewinnen wollten. Das ist halt eine große Rivalität zwischen diesen beiden Clubs. Aber wir hatten auch immer den größten Respekt vor Mannheim. Es gibt ja nicht so viele Top-Clubs in Deutschland, Mannheim gehört aber dazu. Ja klar, haben mir manche gesagt, sie können es nicht glauben, dass ich ausgerechnet zum alten Rivalen gehe. Aber was viele vergessen, wenn man seine Karriere als Spieler beendet, fällt man oft in ein großes Loch und überlegt sich, was man dann tun soll. Ich hatte angefangen, Junioren zu trainieren, als die Chance kam, hierher zu den Adlern zu kommen. Da musste ich nicht lange überlegen.
Der Club ist großartig. Hier gibt es eine Meistermannschaft. Das bedeutet, dass sehr gute Jungs hier spielen. Aber um zurückzukommen auf deine Frage. Es gab schon viele, die überrascht waren, dass ich nach Mannheim komme. Geschockt wäre zu viel gesagt. Ich hatte nun mal das Glück, lange an einem Standort zu sein, während andere Spieler ständig den Verein wechseln mussten. Schau mal auf Peter John Lee. Der hat ja ewig lange für Düsseldorf gespielt und wurde dann Manager bei den Eisbären. Es ist schön, wenn man lange irgendwo sein darf, aber es gibt manchmal Chancen im Leben, die man nutzen muss. Du hast die letzten Jahre mit Junioren gearbeitet. Kannst du mal sagen, was der größte Unterschied zur Arbeit mit Profis ist? Der größte Unterschied ist das Spielniveau. Junge Spieler sind oft Rohdiamanten, denen man noch die kleinen, wichtigen Dinge beibringen muss, während ein Profi diese längst verinnerlicht hat. Man kann einen jungen Spieler dadurch auf ein höheres Niveau bringen und ihre Einstellung zum Spiel verändern. Aber diese Jungs gehen ja teilweise noch zur Schule und kommen am Abend zum Training. Dann muss man denen erklären, dass dies jetzt ihr Job ist, auf dem Eis. Profis sind immer vorbereitet auf jede Übungseinheit. Sie können sich danach auch mal hinlegen und ausruhen. Es gibt also einige Unterschiede. Der größte, glaube ich, ist die Tatsache, dass man ein Juniorenteam als Mannschaft voranbringen kann, während man bei den Profis sich viel mehr um Kleinigkeiten kümmern muss. Denn sie sind schon voll ausgebildet. Aber als Coach ist es wichtig, dass alle, ob nun Junioren oder Profis, zum Training kommen und hart arbeiten, und zwar gemeinsam. Das ist das, was man als Trainer verlangt von den Spielern. Besonders schön ist es, wenn die Jungs nach dem Training hier in Mannheim noch eine Extraschicht einlegen, denn dann kann ich ein bisschen mitmachen. Das ist der Teil, den ich ganz besonders genieße. You know, for me, I get to play again. I get to pass the puck and I get to do stuff, and it's good that way. So I enjoy that part of it for sure. Steve, ich habe mir die schwierigste Frage bis ganz zum Schluss aufgehoben. Und ich denke, ich stelle dir diese Frage auch im Namen der gesamten Adler-Fans. Wann kommt ihr raus aus diesem Tief, in dem ihr euch jetzt befindet? Well, I think it's basically, you know, es sind jetzt 20% der regulären Saison vorbei. Und klar ist, wir sind nicht glücklich da, wo wir jetzt stehen. Das trifft auf alle zu, ob Fans, Spieler oder Trainer. Es ist an der Zeit, dass wir erkennen, dass jeder Punkt, den wir holen, wichtig ist und dass wir keinen einzigen Punkt geschenkt bekommen. Die nächsten 10 Spiele müssen wir deutlich besser sein als in den ersten 10 Spielen. Wir werden also noch mehr Zeit damit verbringen müssen, die kleinen Dinge zu verbessern. Wir werden daran arbeiten, immer in Topform zu sein, dass uns solche Dinge wie das erste Drittel in Krefeld nicht mehr passieren. Wir werden die Vorbereitung auf ein Spiel ein wenig ändern, um sicherzustellen, dass die Jungs immer bereit sind. Und wir müssen den Spielern klar machen, dass die bereit sein müssen. Ich bin mir sicher, wir werden da rauskommen, und zwar gemeinsam. Nur dazu müssen wir nun die Arbeitsschuhe anziehen. Wir haben sehr gute Spieler in der Kabine, aber wir spielen nicht gut genug momentan. Wir müssen uns verbessern in jeder Hinsicht. Ich freue mich auf das kommende Wochenende. Das werden zwar richtig gute Tests für uns, denn in Straubing ist es immer schwer zu gewinnen. Sie sind das beste Team in Unter- und Überzahl. Das ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt momentan, und das wollen wir machen. Ich hoffe, am Freitag beginnt bei uns die Wende. Power play in first in Pelican, it's a great challenge. It's a good measuring stick for us to see, you know, the teams that we need to beat, and they're one of them. So I think it starts with Friday night, as far as I'm concerned. Dann wünsche ich dir alles Gute dafür. Thanks.